In letzter Zeit wurde ich wirklich oft gefragt, was ich denn so von Safe Moon halte. Und Safe Moon, das ist ein Token, der in den letzten Wochen wirklich richtig gut performt hat, wie du hier sehen kannst. Aber Leute, die Realität ist, dass Safe Moon ein Ponzi-Schema ist. Der einzige Weg, wie der Preis steigt, ist durch neue Käufer, die einsteigen und Geld an alte Besitzer überweisen. Wenn die neuen Käufer aufhören zu kommen, wird der Coin zusammenbrechen. Genau wie die Dutzend anderen Coins, die einst auf Ethereum oder anderen Netzwerken beliebt waren. Das hier ist einfach nur eine Binance Smart Chain Version eines alten Betrugskonzepts. Sei also vorsichtig da draußen, ja? Wenn du dich entscheidest, dieses Ponzi-Spiel mitzuspielen, dann versuch bitte in den Anfangstagen dabei zu sein. Und wenn du das nicht schaffst, dann lass die Finger davon, denn es gibt sicherlich einige Leute, die hier oben eingestiegen sind und jetzt komplett abgelost haben, da das zusammenbricht oder zusammengebrochen ist. Ein weiteres Beispiel ist Moonsafe, das genau so performt hat wie Safe Moon auch. Und du siehst, derjenige, der hier eingestiegen ist, der konnte da einige Male mitnehmen. Aber, wie du auch hier siehst, ein starker Zusammenbruch und das Ding erholt sich nicht mehr so schnell wieder. Von daher, bitte sei vorsichtig, spiele solche Ponzi-Scheme-Spiele nur mit Geld, das du auch verlieren kannst. Geld, das dir nicht viel bedeutet, wo du sagst am Ende, okay, ja gut, dann ist es halt eben so, dass es entweder nicht geklappt hat oder ich im Minus bin, ja? Wenn du mit dieser Einstellung in dieses Ponzi-Spiel hineingehst, dann ist es okay, vor allem wenn es nicht riesige Summen sind. Aber wenn du es schaffst, hier reinzukommen, wenn es noch ganz frisch ist, dann ist es ja durchaus lohnenswert. Aber bitte nicht hier oben einsteigen, das ist sonst absoluter Bullshit, entweder hier oder gar nicht. Wenn ich mal solche Projekte, solche Ponzi-Schemes entdecke, die wirklich hier gerade anfangen, dann werde ich euch eventuell Bescheid sagen. Eventuell, ich bin mir aber nicht sicher. Eigentlich will ich mit sowas hier aufhören. Aber es gibt einige Leute, die das halt echt interessiert. Und wenn ich ein Projekt entdecke, das in diesem Bereich sich befindet, naja, dann werde ich es euch vielleicht vorstellen, es liegt dann in eurer eigenen Verantwortung, ob ihr dann da rein investiert oder nicht. Aber ich werde sicherlich keins machen, wenn es sich irgendwo hier befindet. Okay, das soll es mit diesem Video gewesen sein. Macht was aus den Informationen und bleibt safe. Ciao.